Okay. The One to Live ist jetzt draußen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ich habe die erste Folge geguckt und das hier ist meine Review dazu, meine Meinung und meine Hoffnungen, Ängste, Wünsche und Träume für die weiteren Folgen, nehme ich an. Wenn ihr auch meine Meinung zu der Serie hören wollt und vor allem, was vielleicht meiner Meinung nach gut gemacht ist, aber auch schlecht gemacht ist vor allem, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch erstmal ganz schnell und auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. So, erstmal vorab, ich hoffe, das hier wird ein relativ kurzes Video und das dicke erste, was ich sagen möchte, Spoiler-Alarm. Für die Leute, die nicht wissen, The One Who Lives am 25.02. in den USA, am 26.02. heißt für mich Tag der Aufnahme. Ihr werdet das Video wahrscheinlich am Dienstag sehen, also den 27. oder am Mittwoch, den 28. Ist aber erstmal egal. Bedeutet, dicken, fetten Spoiler-Alarm für die Leute, die nicht Magenta TV haben und die die Serie auch auf keinem anderen legalen Weg sehen konnten. Dicker, fetter Spoiler-Alert, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt oder es wurdet, dann schaltet lieber ab. Für die Leute, denen es egal ist, beziehungsweise die Serie schon gesehen haben, bleibt liebend gerne dran. Ja, ich versuche das Ganze hier so schnell und kurz und kompakt wie möglich zu machen, dass ich es noch heute geschnitten bekomme. Deswegen starte ich einfach mal direkt rein. The One to Live. Ich habe einige Videos schon darüber gemacht, was meine Theorien sind, was meine Predictions, wie die Serie aufgebaut wird. Und was soll ich sagen? Stand jetzt wurde es irgendwie gar nicht so irgendwie getroffen. Was nichts Schlechtes ist, aber auch nichts Gutes. Zum einen kommen wir mal direkt zu den positiven Sachen. Oh mein Gott, endlich. Rick Grimes wieder in The Walking Dead, wieder als Rick Grimes. Andrew Lincoln, ich habe ihn vermisst als The Walking Dead Charakter. Und oh mein Gott, es sieht alles so gut aus. Er in seinen normalen Klamotten, er in seiner CRM-Uniform als, ich sag mal, Kadett. Und er nachher in seiner Big-Ass-Motherfucker-Uniform. Es sieht alles so gut aus. Es sieht wirklich ohne Scheiß, alles. Die Zombies, die Walker, alles, die Szenerie. Hier und da gibt es natürlich wieder mal die typischen The Walking Dead klassischen CGI-hässlichen Ecken, was mich aber hier in dem Fall gar nicht juckt. Was mir direkt aufgefallen ist, man muss es natürlich auch einfach mal im Hinterkopf behalten, Rick Grimes in seiner Form mit Synchronsprecher in Deutsch, sowohl als auch Englisch, der halt Andrew Lincoln halt, ist jetzt mittlerweile 5 Jahre älter als zum letzten Zeitpunkt seines Auftretens in The Walking Dead. Sprich, sowohl im Deutschen, im Englischen weiß ich es nicht, aber hauptsächlich im Deutschen, man merkt, der Synchronsprecher ist auch ein paar Tage älter geworden. Man hört hier und da schon wirklich irgendwie die Stimmfarbe hat sich ein bisschen verändert. Habe ich das Gefühl, ist nichts Schlimmes. Es ist immer noch der gleiche Rick Grimes, es ist immer noch die gleiche Epischheit, wenn der deutsche Synchronsprecher anfängt zu reden. Ich weiß leider nicht seinen Namen, tut mir echt leid. Das CRM, die Leute, alles, es sieht wunderschön aus. Es ist genauso, wie ich es mir erhofft habe. Man bekommt mehr Einblick ein bisschen in das Militär. Es ist alles wunderschön gestaltet optisch. Kommen wir jetzt mal direkt zu einem Punkt, den ich komisch fand. Und das ist der größte Spoilerpunkt. Wir sind keine, naja, 5 Minuten, keine 5 Minuten in der Folge und Rick hackt sich die Hand ab. Ja, Spoiler Alert, alle Theorien, die gesagt haben, er hat keine Hand mehr, ihr habt recht gehabt, alle, die gesagt haben, nein, ist totaler Bullshit, ihr lagt falsch und mir könnte es nicht wirklich egaler sein, wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, seine Prothese ist badass geil. Sie ist dauerhaft als Faust dargestellt, was im Prinzip dauerhaft eine Grundaggressivität von Rick ausstrahlt, was ich super geil finde und hat mehr oder weniger assassinmäßig eine versteckte Klinge. Mega geil, ich finde es super cool, es passt irgendwie richtig krass zu Rick. Es ist nicht so aufs Auge gedrückt, so von wegen, hier Leute, jetzt habt ihr den Comic Reveal, den ihr haben wolltet, sondern es ist, ja, es machte Sinn, dass er das gemacht hat und es macht jetzt Sinn, dass er die Prothese bekommen hat, auch wenn man sich jetzt denken könnte, okay, die Prothese ist vielleicht ein bisschen, naja, modern für diese Zeit, aber das CRM ist ja auch nun mal sehr, 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 sehr modern. Was ich aber so komisch oder schade fand, es ist in den ersten 5 Minuten passiert. Die Szenerie davon, mega geil. Es war diese Szene im Wald mit dem roten Licht. Und das Geilste daran ist einfach, das ist schon sehr, sehr lange im CRM. Rick ist da schon sehr, sehr lange. Und er ist einfach wie ein Hund angekettet. Ja, sie haben ihn einfach an der Leine, weil er halt mittlerweile schon das dritte Mal oder ja, zu diesem Zeitpunkt das dritte Mal abgehauen ist. Und es hat kein anderer. Und anfangs dachte ich, okay, das haben alle, aber er ist halt wirklich, weil er so gefährlich, beziehungsweise so eine Bedrohung durch die Flucht wäre, ist er halt fucking angekettet oder angeleint. Das ist super lustig irgendwie. Und ja, in dieser Szene im Wald kämpfen die gegen diese, sag mal, Feuerzombies. Und da hackt er sich die Hand ab. Und das Ding ist, die Szene an sich, mega cool. Schauspielerisch von Andrew Lincoln umgesetzt, pervers geil. Aber, und das ist jetzt mein großes, großes Manko, es ging so schnell. Und das ist allgemein für die erste Folge das, was mich am meisten stört. Das Pacing. Es ist genau das, was ich oder das, was wir alle befürchtet haben. 6 Folgen, ich weiß nicht, wie viele Folgen sind es nochmal, egal. So wenig Folgen, so viel Story. Und es ist genau das passiert, was wir uns alle schon befürchtet haben. Sie haben in der ersten Folge komplett reingestopft. Alles, was nur möglich war. Die Folge startet mit 5 Jahre nach der Brückensprengung oder nach der Brückenexplosion. Und du denkst dir so, cool, die 5 Jahre werden wir nie erklärt bekommen. Wir werden nie sehen, wie Rick wirklich ankam, wie Rick wirklich sich da eingelebt hat. Da ist so ein Dude, der ist mit dem befreundet, mehr oder weniger. Hat gesagt, die ersten 2 Jahre hast du nicht geredet und jetzt sind wir hier quasi wie Freunde. Das werden wir nie sehen. Ich gebe
Brief und Siegel drauf, das werden sie niemals zeigen. Sie haben sich jetzt damit so viel Zeit, die sie erklären müssten oder könnten, gespart, indem sie sagen, okay, wir sind jetzt 5 Jahre danach. Der Ausbruch, den wir am Ende von The Walking Dead sehen, der Ausbruchsversuch war zum Beispiel der 3. Bedeutet, das passt vom Zeitraum her schon ganz cool. Und ja, wie gesagt, es werden einfach 5 Jahre geskippt erstmal und Rick ist aber 5 Jahre lang mehr oder weniger da einfach nur ein Hampelmann. Das sind die Leute, die da hinkommen, die werden erstmal halt als ja, Dreck behandelt, in Anführungsstrichen. Sie müssen da die Aufräumarbeit machen und. Und hin und her und dann kommt direkt der nächste Skip, weil er wechselt dann zum CRM und also geht halt ins Militär und dann wird erstmal ein Jahr Training gemacht. Damit haben wir 6 Jahre Skip. Dann kommt nochmal ein Jahresskip mehr oder weniger und dann wird gesagt, ja, ihr müsst ein komisches Footballstadion umbauen zu einem Außenstützpunkt und das wird dann in einem Jahr von den CRM-Oberhäuptern besucht. Und das sehen wir auch am Ende fertiggestellt. Und das wären jetzt laut dieser Rechnung 7 Jahre. Und dann wird gesagt, sie sitzen im Helikopter und dann steht da now, also jetzt. Und das hat mich verwirrt. Das könnte das sein, was wir auch schon befürchtet haben, dieses große Retcon der Zeit, die Rick verschwunden ist, weil rein theoretisch, offiziell waren es ja, scheiße, ich habe es auch in einem Video sogar gesagt, ich glaube 11 Jahre, die Rick jetzt theoretisch verschwunden war. Jetzt sind es quasi nur noch 7 oder 8. Ist okay, es war ja schon klar, dass sie es so machen müssen, dass einfach diese große Lücke, diese große Zeitlücke irgendwie gedeckt wird. Ich fand es nur schade, dass das alles in eine Folge gepresst wird. Und falls ihr es nicht bemerkt habt beim Erzählen gerade, was alles so passiert, ja, die erste Folge ist quasi Ricks kompletter Aufenthalt beim CRM. Von mehr oder weniger, er landet da. Er versucht abzuhauen, er wird aufgefordert, sich dem CRM als Militär anzuschließen. Er macht das, er trainiert, er hat Non-Fluchtversuche, er hat Einsätze, er hat badass Szenen, cooles Outfit, wie gesagt, boah, Rick in dieser CRM-Uniform sieht so gut aus. Fucking hell. Einfach perfekt. Dann weitere Einsätze, dann dieser Aufbau des Stadions. Da hat er mehr oder weniger schon damit abgeschlossen, zu sagen, okay, Michonne, ich habe es versucht, ich schaffe es aber nicht. Und hat quasi damit abgeschlossen, dann bauen sie das Stadion und dann fliegen sie mit dem Heli und dann wird der Heli angegriffen und stürzt ab und dann kommt da eine zufällig irgend so eine random Tucke mit einem Katana. Ach ja, warte mal, das ist gar keine random Tucke, es ist Michonne. Ja, am Ende der ersten Folge treffen sich Rick und Michonne. What? Ich muss sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich gehe stark davon aus, in der zweiten Folge werden wir das gleiche Prozedere nur aus Michons Sicht sehen, sodass halt in der dritten Folge, wie von vielen Leaks schon angekündigt, die große Flucht aus dem CRM, naja, stattfinden wird. Mein großes Problem an der ganzen Sache ist jetzt aber, ich frage mich, was wollen sie die restlichen Folgen für eine große Flucht planen? Denn wir müssen bedenken, es gibt so viele Leaks an Bildern, wo sie im CRM, Michonne mit CRM-Jacke, Rick läuft mit anderen und durch die Gegend. Jade, das gibt es bis jetzt noch nicht, die war noch nicht da, muss auch noch auftauchen. Das heißt, funktioniert die Flucht? Bleiben sie erstmal beide beim CRM? Kommt Michonne erstmal mit dahin und dann versuchen sie zusammen zu flüchten? Was passiert da? Ich bin echt verwirrt, weil für mich, muss ich sagen, macht es jetzt gerade, also ich habe am Ende der Folge da gesessen mit offener Kinnlade, weil es so geil war und gleichzeitig dachte ich mir, what the fuck, warum, weshalb habt ihr das jetzt so gequetscht in diese Folge gebracht? Klar, wir wussten schon, was passieren wird, dass das alles sehr, sehr, also schnell abgeklappert werden muss, aber das hier, finde ich, war ein kleinen Ticken zu schnell, weil viele Sachen auch einfach nur kurz bequatscht wurden, man nur kurz das Training von Rick sieht und man auch nur kurz Verbindungen mit dem CRM-Militär, also ich hatte das Gefühl, dass was im Trailer als CRM-Militär gezeigt wurde, wo Rick auch hier und da zu sehen war in der Uniform. Das war mehr, als wir jetzt in der Folge wirklich gesehen haben. Das kam alles so super schnell. Also es war einfach nur weird. Versteht mich nicht falsch, es war cool gemacht. Es sieht auch super geil aus und ich bin absolut gehypt und es sieht richtig schön aus. Aber das war sehr, sehr schnell und sehr, sehr fix abgefrühstückt. Finde ich schade. Ricks Charakter hat definitiv ein bisschen mehr Liebe verdient und auch diese 5 Jahre zwischen jetzt, er ist beim CRM und er ist bei der Brücke weggeflogen, da hätten sie ein bisschen was bringen sollen. Vielleicht kommt das noch in Rückblicken. Vielleicht bekommen wir es noch. Ich bezweifle es aber. Wir bekommen, also wie gesagt, zweite Folge wird safe jetzt das gleiche Prozedere mit Michonne sein. Michonne von, sie geht weg, sagt Judith House rein, Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen und geht dann da hin und sucht Leute und findet Leute und dann findet sie Rick wieder. Das halt in der dritten Folge quasi dann die Rick und Michonne Serie quasi beginnt, weil jetzt haben wir erstmal nur eine Rick Serie. Und dann nächste Folge ist es Michonne Serie und dann kommt Rick und Michonne. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss sagen, ich finde es super geil. Es sieht alles, wie gesagt, super schön aus. Alle Schauspieler, quer durch, alle. So, ob es Terry O'Quinn ist, als
Sergeant Colonel Governor Leck mich am Arsch, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, als diese eine komische Frau, die mit Rick da zusammen ausgebildet wurde, ich weiß auch nicht mehr, wer sie ist oder was sie überhaupt mit allem zu tun hat, die wurde auch einfach nur so dahingestellt und gesagt, hier akzeptiert sie. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ist egal. Bis hin zu dem, ich nenne es mal Oberforstvorsteher, der da halt Rick und die andere quasi sagt, hier Leute, ihr müsst das hier machen, damit die CRM sich verändert und die Zukunft des CRMs, ja, gesichert ist, sich verändert, besser wird. All diese Leute, wirklich super gut. Ich kaufe alles wieder ab, von Anfang bis Ende. Es fühlt sich einfach alles sehr, sehr natürlich an. Was aber ein bisschen komisch gleichzeitig wieder ist, diese Menge an Menschen, die in einem friedlichen Umfeld leben, hat mich schon bei Daryl Dixon irgendwie ein bisschen nicht genervt, aber es war für mich komisch zu sehen, dass es wirklich jetzt Orte gibt, wo Leute normal leben. Und das ist halt hier eine riesige Stadt mit über 100.000 Leuten, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Es sieht sehr komisch aus. Es ist alles sehr, sehr Commonwealth-mäßig. Und da muss man sich mal dran gewöhnen, dass das mittlerweile halt normal ist. Es ist nicht mehr die komplette Todesapokalypse. Es ist, ja, hier und da gibt es auf jeden Fall ein paar neue schöne Flecken. Wie gesagt, Kampfszenen, Ricks Design, das Design überhaupt vom CRM, alles wie es da aufgebaut ist, die Walker, die Szenerie, alles wunderbar, einfach geil, so wie es man sich vorgestellt hat. Wie gesagt, Rick mit seiner Hand, was zwar sehr, sehr schnell und sehr, sehr überraschend kam, aber ich finde es besser, als hätten sie es uns wirklich so stundenlang aufgedrückt, sondern einfach, okay, ich will hier los, meine Hand ist gefesselt, ich habe meine Axt, ja, ne, und ab dafür, ne, so wie es halt logisch ist in dieser Welt irgendwie. Was ich auch sehr, sehr geil fand, dass wir mehr über Ricks Eltern rausgehört haben. Also er erzählt da so im Heli so eine Geschichte über seinen Vater und seine Mutter und wie sein Vater das Feld bei denen angezündet hat, weil die Farm den Bach runtergegangen wird. Die Story dahinter war für mich jetzt nicht mal so relevant. Irgendwie hatte zwar eine gute Message, auch bezogen auf The Walking Dead so an sich, einfach, dass ne, man, es muss erstmal was abbrennen, damit es neu, schön oder besser aufwachsen kann, alles schön und gut. Aber es war so, es hat sich komisch angefühlt, weil es so weird szeneriert war, also in diesem Heli und er redet da mit dem Dude und dann wird diese ganze Stimmung auch gekillt, indem dieser Typ irgendwie von wahrscheinlich Michonne selbst oder Michonnes Gruppe diese pfeifenden Explosionsgeschosse in den Bauch bekommt. Ja, und der Typ zerfleddert in wirklich, ja, in nur noch Matsch. Und das hat einen sehr rausgeholt und war einfach wirklich, wirklich komisch. Aber das ist auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. An der Stelle kann ich mal sagen, ich habe es wirklich geschafft, nicht gespoilert zu werden. Und das war sehr schwer. Trotzdem bin ich froh, dass es nicht passiert ist, weil ich so dann doch irgendwie die Sachen wie nochmal selber erfahren konnte. Was aber hier wichtig ist, es gibt im Internet jetzt schon ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, so schlecht, hier und da ist so schlecht. Ich habe mich noch gar nicht da durchgelesen. Ich habe gerade eben vor 10 Minuten die Serie, also diese Folge zu Ende geguckt und habe mich direkt hingesetzt. Die Kritiken und Reviews von anderen Leuten habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und ich glaube, viele sind ähnlicher Meinung wie ich, dass das alles sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr überstürzt und sehr, sehr komprimiert in dieser einen Folge zusammengequetscht wurde. Man hat irgendwie erwartet, Michonne und Rick treffen sich erst in Mitte der Serie. Hätte ich persönlich auch besser gefunden. Aber, ne, let them cook. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen auf Michonnes Sicht. Was ich auch ganz geil fand, war ja diese Träume von Rick mit Michonne in der normalen Welt, wo ich zwischenzeitlich kurz dachte, die Theorie von wegen, das ist alles nur ein Koma-Traum von Rick. Ja, es besteht in meinem hinteren Kopf tatsächlich immer noch weiterhin. Am Ende muss ich einfach sagen, ich bin nicht enttäuscht, aber ich bin auch nicht so happy, wie ich es gedacht hätte. Also, wenn ich jetzt von 1 bis 10 Punkte geben müsste, wäre die Folge 1 Stand jetzt. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ich werde übrigens zu jeder Folge, jede Woche so ein kleines Video machen. Stand jetzt würde ich die Folge mit 7 von 10 bewerten. Vielleicht sogar 6 von 10, aber ich sag mal 7 von 10, weil, wie gesagt, die reine Optik, Rick wiederzusehen, Ricks Art wiederzusehen und wir haben 2, 3 Momente, wo er wieder richtig dieses Badass-Dasein raushängen lässt. Ich bin richtig froh drüber, endlich Rick zu sehen. Ich habe nur sehr, sehr große Angst, dass das vielleicht das letzte Mal sein könnte, weil wir haben schon den Ansatz bekommen, dass Rick sich eigentlich umbringen wollte. Also er saß da kurz mit einer Scherbe und wollte sich, wäre nicht Ricks Art, wusste ich direkt, wieder nicht durchziehen. Aber ich habe echt Angst, dass das gegen Ende wirklich der Fall sein könnte. Das ist, na, ich bin aufs Ende gespannt. Allgemein, ich muss ehrlich sagen, ich bin aufs Ende gespannt. Für mich ist es Ende eigentlich nur möglich, indem man zumindest nur im Ansatz sieht, dass sie Richtung Commonwealth, Alexandria, Hilltop, was weiß ich, wo auch immer da jetzt gerade hinfahren oder gehen oder fliegen. Einfach, dass sie Richtung Heimat sich begeben. Das wäre ein Ende. Man muss jetzt nicht die Leute von The Walking Dead dazu holen. Ganz wichtig, oh Gott, das fällt mir gerade erst ein, es wurde eine große, große Parallele zu Fear the Walking Dead geschlossen. Und zwar dieser Admiral, Mr. Chef-Typ, der Rick und die andere da irgendwie geholt hat. Ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt. Es ist irgendein, ich weiß es nicht. Der war dabei, wo der Ausbruch angefangen hat und war auch einer von den Leuten, die Atlanta bombardiert haben mit dem Napalm. Und er hat gesagt, er hat ganz viele Leute bombardiert, er hat seine Frau irgendwie getötet. Warum? Habe ich gar nicht mal so mitbekommen irgendwie.
Es war ganz weird, die Situation. Nichtsdestotrotz wird auch gezeigt L.A. Und da dachte ich, wait a minute, das war 1:1 eine Szene vom brennenden L.A. von Fear the Walking Dead. So haben wir eine kleine Parallele. Fand ich super cool. Hatte ich super kurz Gänsehaut, weil ich es einfach geil fand, dass diese Parallele kurz mal geschlossen wurde und einfach so gesagt, nicht erwähnt wurde, sondern einfach gesagt wurde, ja, das wurde bombardiert. L.A. wurde auch bombardiert, was man gar nicht mehr so im Fokus hatte, wenn man Fear the Walking Dead schon länger nicht mehr geguckt hat. Und ich saß da so und dachte, warte mal, das sieht doch nach 4 aus. War cool. Bitte mehr davon. Ich möchte endlich diese große Reunion bald haben, wirklich. Meine Prediction, wie gesagt, für die nächste Folge, Michonne-Folge, dritte Folge, dann Rick und Michonne-Folge. Macht total Sinn, wird wahrscheinlich genauso vorkommen. Meine Hoffnung, Sorge und Wünsche für die nächsten Folgen sind einfach, ich hoffe, es wird jetzt langsam aber sicher die Geschwindigkeit rausgenommen. Ich möchte nicht dieses Gepace haben. Ich weiß ja nicht, es soll ja angeblich nur eine Staffel sein und wenn nicht, wäre es mir auch egal. Wenn doch, wäre es mir auch egal, es ist egal wie. Sobald es ein gutes Ende hat, juckt es mich tatsächlich nicht. Ich hoffe nur, es wird einfach nicht jetzt weiter durchgepaced, sodass einfach schnell Story da reingeflossen wird, sondern wirklich jetzt mit Sinn und Verstand die Folgen weitergemacht. Weil die Folge hier jetzt, die erste, war mir ein Ticken zu schnell, war 55 Minuten, sagen wir mal 50 Minuten plus minus Intro, so nach dem Motto, war gut, hätte länger sein können, hätte sich vielleicht besser angefühlt, aber für die 55 Minuten war es selbst da noch sehr, sehr stark zusammengequetscht und komprimiert. Wie gesagt, allein viele Zeitsprünge, aber das war ja klar, dass sie das irgendwie relativ schnell unter einen Hut bringen müssen, um zu sagen, okay, hier, wir sind jetzt wieder in hier und jetzt. Wir wollen nicht weiter in der Vergangenheit rumkramen, das haben wir mit The Walking Dead lang genug gemacht, wir müssen jetzt endlich mal aufholen. Aber das war ein Ticken zu schnell, finde ich jetzt. Jetzt lasst mich aber gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Habt ihr die erste Folge schon gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Seid ihr ähnlicher Meinung wie ich? Seid ihr komplett anderer Meinung? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr noch nicht gesehen habt und das Video trotzdem gesehen habt, ja, hoffe ich, ihr seid nicht so enttäuscht, weil wegen den Spoilern und habt trotzdem Spaß an der Serie. Lasst es dann auf jeden Fall gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr es dann fandet. So, und wenn ihr jetzt noch weitere Videos abchecken wollt, habe ich hier links und rechts mal ein Video eingeblendet. In dem einen rede ich jetzt, passend um den Kreislauf mal zu schließen, einfach um meine Prediction, was jetzt in The One to Live für auf uns zukommen wird. Und in dem anderen rede ich mal über den Zombie-Virus. Und zwar, was hat es mit dem Zombie-Virus auf sich? Was sind die Informationen, die wir kennen? Und was könnte in Zukunft alles mit dem Virus passieren? Wenn euch das interessiert, checkt es gerne mal aus. Sonst würde ich sagen, ich will das Video jetzt nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.